Hallo zusammen, ihr da draußen an den Handys und an den Bildschirmen. Ich möchte euch mal wieder auf den Stand der Dinge bringen. Wie ihr seht, bin ich gerade nicht im Büro, sondern im Wald, am Stempflesee. Das ist mein persönlicher Kraftort, hier gehe ich wahnsinnig gerne hin. Und ich habe heute früh mir einfach mal gedacht, ich muss mir die Füße vertreten und einfach mal den Kopf frei bekommen. Und das ist im Übrigen etwas, was ihr auch machen könnt. Zu Hause bleiben heißt nicht, dass ihr euch daheim verbarrikadieren müsst. Es heißt aber einfach, dass ihr euch selber mit eurem Hund auf einen Spaziergang begeben könnt. Es heißt eben nicht, dass ihr euch mit anderen Mamas am Spielplatz treffen könnt, die eh gesperrt sind. Es heißt eben nicht, dass ihr euch mit Freunden auf den Rathausplatz auf ein Feierabendbier trefft. Bitte haltet euch da dran. Die Kontrollen von Ordnungsdienst und Polizei werden in den nächsten Tagen auch unterwegs sein und entsprechende Versammlungen auch auflösen. Denn das Einzige, was uns hilft, den Virus einzudämmen, heißt, dass dieser Virus nicht übertragen wird. Und deswegen brauchen wir soziale Distanz. Dadurch schützen wir uns gegenseitig und helfen eben dabei, dass unser Gesundheitssystem auch wirklich denen helfen kann, die diese Hilfe auch dringend brauchen. Und ansonsten habe ich mich gestern sehr gefreut. Ich war nämlich gestern Abend im Supermarkt und die Kassiererin an der Kasse hat mir erzählt, dass das Thema Hamsterkäufe wohl keins mehr ist. Da möchte ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr das eben nicht mehr macht und dass ihr nun wisst, dass es immer genügend Lebensmittel auch in den Regalen geben wird. Die Versorgung ist entsprechend gesichert. Das ist auch wirklich vom Handelsverband nochmal bestätigt worden. Und ich finde es echt toll, dass ihr entsprechend auch danach handelt und es auch entsprechend umsetzt. Ansonsten, die Unternehmen haben natürlich nach wie vor viele Fragen, angefangen von, muss ich schließen, darf ich geöffnet haben, aber vor allem natürlich auch, welche Hilfen zur Verfügung stehen. Ich bin sehr froh, dass die Bundesregierung auch die Kleinstunternehmen und Solounternehmen auf dem Schirm hat. Hier wird ein großes Unterstützungspaket geschnürt. Wie das genau aussehen wird, das weiß ich noch nicht. Aber sobald ich etwas weiß, werden wir natürlich ganz zeitnah informieren. Auf der Homepage www.augsburg.de oder auch bei unserer Hotline unter der Durchwahl 2777. Dort sitzen 5 Kolleginnen und Kollegen wirklich den ganzen Tag, um eure Anfragen auch zu beantworten. Wenn mal besetzt ist und ihr nicht durchkommt, bitte habt ein bisschen Geduld. Es sind einfach viele Fragen, die momentan im Raum stehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen sonnigen Freitag und denkt daran, alleine rausgehen ist voll in Ordnung, aber nicht in der Gruppe.